So, jetzt wirst du als Trainer oder Trainerin schon häufig erlebt haben, viele Kursteilnehmer und selbst immer noch, ich würde mal sagen, nicht wenige Trainer haben im Hinterkopf, dass man bei Stallstufen nach hinten gehen muss. Also den Körperschwerpunkt nach hinten verlagert, manche sagen auch Po nach hinten. Das ist auch so ein Tipp, der dann, wenn die Kursteilnehmer zu Hause unter sich fahren, bevor sie einen Kurs gemacht haben, wo dann die Erfahrenen sagen, ja hier, du bist neu dabei, jetzt wird steil, geh mal schön ein bisschen nach hinten, um die Steilheit auszugleichen. Das ist jetzt für uns als Trainer nichts Neues, dass das ein sehr missverständlicher bis hin zu gefährlicher und ungünstiger Tipp ist. Aber ich will es nochmal für dich jetzt zusammenfassen und dass du nochmal das Wie ist es anders und Warum ist es auch anders, beides hast. Und zwar geht es bei dem Thema wieder einerseits um die zentrale Haltung, ausbalanciert mit dem Körpergewicht auf beiden Füßen mit hängender Ferse. Und es geht auch darum, Körper-Bike-Trennung. Also manche Leute haben halt voll im Kopf, sie müssen jetzt hier die Flow-Position oder wie du es auch nennst, diese Attack-Haltung, manche nennen das so, gibt so viele verschiedene Begriffe und fahren dann so in den Steilhang und bleiben so als Einheit mit dem Fahrrad. Das heißt, in der Stallstufe bleiben die Arme so gebeugt. Ja, und dann werden die halt so mitgenommen und sind eine Einheit mit dem Fahrrad, werden so ein bisschen Passagier statt Pilot. Bei anderen ist es so, dass sie kurz vor der Stufe aus Gewohnheit schon so leicht nach hinten gehen und dann so mit runtergezogen werden. Sieht man dann oft, wenn der Helm so ein bisschen wobbelt, falls da noch ein paar kleine Wurzeln drin sind. Das sind ganz typische Fehler, die du natürlich erkennen musst, aber du willst deinen Teilnehmern ja auch ein Warum geben. Warum ist es denn sinnvoll, zentral balanciert auf beiden Pedalen zu stehen? Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wo oft das Missverständnis entsteht. Wenn du dann dein Fahrrad runterlässt, dein Vorderrad, dann werden die Arme lang und dann wandert der Sattel unter dir nach vorne, unter deinen Schritt, unter der Hüfte. Ja. Und da entsteht oft das Missverständnis, gerade wenn du dich dann noch kleiner machst, also noch mehr in eine Kniebeuge gehst, noch eine tiefere Haltung, dass Leute denken, oh, noch mehr nach hinten. Ich zeige dir einmal, wie das nach internationalem Standard in der Fahrtechnik schon lange erklärt wird, ungefähr. Man kann da immer variieren, damit du auch für deine Teilnehmer ein Warum hast. Und jemand, der vielleicht sagt, aber man geht doch nach hinten, sehe ich das richtig? Dann kannst du ihm genau erklären. Also, dass man sich vor der Stallstufe klein macht, und dann das Vorderrad runterlässt. Die Arme werden dann gerade. Und in der steilen Stelle ist der Sattel deutlich unter den Teilnehmern nach vorne gewandert. Und ermutigt die Leute auch, gerade wenn die sagen, ich habe schon mal Fahrtechnik-Videos gesehen, ich war schon in Kursen, da wurde immer gesagt, bleib zentral, geh nicht nach hinten. Ermutige Leute ruhig, dass sie die Arme gerader werden lassen können, wenn das Rad runter will. Und beobachte das, sehe das als Indikator als Trainer. Funktioniert jetzt schon die Bike-Körper-Trennung? Geht der Sattel schön nach vorne? Frag ruhig, wie fühlt sich das an? Wie ist es mit der Eiswaffel? Das Gefühl, viele sind dann, wenn sie da langsam runterfahren, dass sie wieder ganz viel Druck auf den Lenker kriegen und dass sie nicht auf den Pedalen ihr volles Körpergewicht haben und deswegen mit Druck am Lenker gegen die Hindernisse arbeiten, die da kommen oder wieder Passagier werden. Ermutige die Teilnehmer auch vor der Stufe, sich wirklich klein zu machen, dass man den Weg in den Arm hat und das Vorderrad dann runterlassen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil manche halt die Schulterachse nicht tief kriegen, bevor so eine Stufe kommt oder eine Steilstelle und dann gar nicht diesen Weg haben, das Vorderrad runterzulassen. Wie gesagt, gib den Teilnehmern, muss natürlich situativ und individuell entscheiden, nicht nur das, so geht das, wie geht das, sondern auch das, warum macht das Sinn. Wenn man zentral auf den Pedalen steht, mit Gewicht auf den Füßen, 100%, fragt das auch immer wieder ab. Wie jetzt macht die Eiswaffel? Oh, die ist wieder kaputt, ich hatte wieder ganz viel Druck am Lenker. Und in der anderen Lektion werde ich dir bei den Hilfestellungen nochmal Static Hold Übungen zeigen, wo du das auch mit dem Teilnehmer überprüfen kannst, ob das klappt mit dem Körpergewicht 100% nur auf den Füßen. Ein Beispiel für die Körper-Bike-Trennung ist, wenn du viele Wurzeln am Stück hast und nicht, sage mal, eine Wurzel, wo du kurz das Vorder- oder das Hinterrad oder beides anlobst, dass du dann dein Rad so unter dir bewegen lassen kannst. Und es ist einfach für dich als Trainer wichtig, dass du spüren, dass du diesen Effekt einfach ideal an deine
Teilnehmer weitergeben kannst. Weil viele unbewusst mit Druck am Lenker fahren. Das heißt, nicht 100% auf den Beinen stehen. Ich habe auch schon häufiger erlebt, dass manche gesagt haben, ich habe das gelesen, ich habe das von einem Trainer gesagt bekommen, du musst immer ein bisschen Druck vorne haben, damit du mehr Grip hast. Und die haben das Konzept dann missverstanden und den Druck auf den Lenker gegeben, weil sie dachten, so kriegen sie mehr Druck aufs Vorderrad. Und so arbeitet man gegen die Physik, gegen die Wurzeln, gegen die Hindernisse und kann das Rad nicht so schön unter sich kommen lassen. Und dann wird, man kann so auch viel fahren, aber es ist unangenehm, es ist für die Muskulatur unangenehm und es ist nicht so flüssig, man kriegt nicht so gut den Flow. Deswegen mache ich es jetzt einmal vor, dann kann man es nochmal genau erkennen. Also 100% auf den Füßen stehen. Wenn das für dich auch, sag ich mal, relativ neu ist, dass du das in deine Lehrkonzepte mit reinbringst. Und ich kann es nochmal wiederholen. Ich habe viele Teilnehmer und ich habe viele, die haben schon hier Kurse gemacht, da Kurse. Und die sagen mir alle, dass sie dieses Konzept mit hängender Ferse, Gewichten 100% auf den Füßen nie so auf dem Schirm hatten und so betont bekommen haben wie bei mir. Und dass sie total den Aha-Effekt haben. Deswegen bestärke ich dich darin. Du kannst es für dich nochmal testen. Fahr auf eine Bordsteinkante zu und hab ein bisschen Druck am Lenker, fahr dann drüber eine runde Bordsteinkante. Und dann mach's mal mit nur Gewicht auf den Beinen, mit hängender Ferse. Spür den Unterschied. Hab den Aha-Effekt nochmal selber und gib das weiter an deine Teilnehmer. Und frag doch die Teilnehmer immer wieder, während ihr eine Tour macht, wenn ihr ein Camp habt, wie fühlt sich gerade am Lenkern? Was macht die Eiswaffel hier? Der Griff, ist die noch heile? Bitte nutzt das und ermöglicht es deinen Teilnehmern, diesen Aha-Effekt zu genießen. Und wenn du merkst, jemand kriegt das im Steil noch nicht so ins Gefühl rein, dass der wirklich nur auf den Füßen steht, dann gerne mal mit einer Static-Hold-Übung, wie ich es in der anderen Lektion gezeigt habe.